Moin. Morgen. Morgen. Mein Papa ist wieder da gesoffen. Das sehe ich. Aber was ich nicht sehe, ist Gäste. Jimmy, was ist los? Maxi, was ist denn los? Ich gehe heute mit ihm zur Schule. Schon okay gesoffen. Freilich ist das okay. Ich sehe sie ja dann sicherlich heute Abend. Hm? Schauen wir mal. Ja. Ciao. Servus für dich. Jetzt seid ihr zwar immer nur per se, oder wie? Guten Morgen, Haushofer, mein Name, von der Agentur Weiner und Söhne. Sie sind bestimmt Irmgard Bartl. So ist es. Und das ist mein Bruder, der Xaver Bartl. Herr Bartl, also Sie haben ein Baugutachten bestellt und wir sind sozusagen von der Leitungsvorhut. Wo ist der Keller, Frau Bartl? Da gehen Sie jetzt an der Rezeption vorbei, rechts runter. Ah, gut, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Baugutachten. Fast alle unsere Versicherungen laufen aus. Und für die neuen gelten andere Bedingungen, Sicherheiten und vor allem Risiken. Das heißt, wir müssen wesentliche Teile von dieser alten Hütte renovieren und erneuern. Deswegen lasse ich das Gutachten machen. Aber das Ergebnis weiß ich jetzt schon. Die Kosten, die da auf uns zukommen, die übersteigen meine Möglichkeiten sicher bei weit. Ja, Irmi, da reden wir, wenn es da ist, das Gutachten. Aber das Wesentliche, Xaver, ich mag nicht mehr. Was heißt das? Ich mag nicht mehr heißt, dass ich nicht mehr mag. Jeden Tag um 5 in der Früh aufstehe, da Frühstück, draußen an- und abreise. Ich kenne den Betrieb. Ich bin hier aufgewachsen. Du kennst das, hast das aber nie gemacht. Du hast Hotel gelernt. Du wolltest das so. Dafür kriegst du 60% und ich bloß 40. Bloß 40? 40%, für die du keinen Finger rühren musst. Seit Jahr und Jahrzehnten. Nur da hocken und das Geld läuft auf dein Konto. Und ich arbeite mir für 60% zum Deppen. Und hab nix. Kein Familienleben, keine Freizeit. Und das fällt dir jetzt auf, von heute auf morgen? Nein, von gestern auf vorgestern. Ich tue schon länger hin. Du, wenn ich mich heute von einem großen Hotelkonzern anstellen lasse, dann verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger, aber ich hab was von meinem Leben. Und wenn die Gutachter heute auf die Summe kommen, die ich vermute, du, dann steige ich hier aus. Dann kriegst du meine 60% und ich nehme deine 40% und du suchst dir jemand anders für die ganze Arbeit. Das heißt also, du willst hier raus. Du willst mit Maxi und deinem Ralf ein neues Leben anfangen. Du, der Ralf weiß von ihm überhaupt nichts. Also dann bis heute Abend. Hm. Hallo? Hallo, Herr Polizist? Entschuldigung. Hallo, stopp! Entschuldigung, ich müsste zur nächsten Polizeidienststelle. Um was geht's? Fundsache. In der U-Bahn. Gerade eben. Scheint wertvoll zu sein. Fröhlich. Was? Mein Name. Karl Fröhlich. Und meistens bin ich auch so. Mach dich's. Komm mal mit. Jetzt sind wir da. Ja, nur ein Angebot, Felix. Ein Angebot aus Hamburg? Ist kein Angebot, Sandra. Ich weiß gar nicht, weshalb du dich deswegen so aufregst. Wir können ja heute Abend drüber reden. Seit wann hast du dieses Angebot? Schon länger, oder? Hast du es mir nur nicht gesagt? Wieso fragst du mich, wenn du dir ständig gleich selbst die Antwort gibst? Seit wann? Seit einigen Tagen. Und heute soll ich mal sagen, ob ich überhaupt dran Interesse habe. Ja, und? Hast du ein Interesse an einem Job in Hamburg? Es wären 2 Gehaltsstufen mehr, Felix, auf einen Schlag. Und Hamburg ist schön. Fast so wie München, nur halt anders. Wir hätten mehr Geld. Wir? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich jemals aus München weggehe. Ja, null! Güte, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Er war wohl mit seiner Begleiterin unterwegs oder immer das auch gewesen sein mag. Kurz, er war weg, ist raus am Marienplatz und seine Sachen waren da.
kein Elfe-Kaffee heute. Hab ich ausfallen lassen. Hamburg. Urlaub, Sandra. Sandra schon, aber kein Urlaub. Karriere. Auf einmal, oder was? Wir fahren heute auf morgen. Zu mir, gerade draußen, vor der Tür. Die Irmi mag nicht mehr. Hotel und so. Hat's mir gerade gesagt. Auch? Ja. Vollkommen überraschend. Wie aus dem Nichts. Da sitzt du umeinander. Ich sitze nicht umeinander, ich warte auf einen Einsatz. Ich arbeite sozusagen. Da wartest du umsonst, weil du mich jetzt vertrittst. Ich dich? Ja, du mich. Weil ich muss jetzt was Wichtiges erledigen. Ich bin jetzt 3 bis 4 Stunden weg und in der Zeit vertrittst du mich. Du bist schließlich der Dienstälteste da herin. Jeden anderen, bloß nicht mich. Ich hab keine Lust auf Chef. Xaver, das ist ein Befehl. Den wir gerne annehmen, Thekla. Wir machen das schon. Ihr setzt also mich. Zu zweit. Genauso machen wir das. Zu zweit. Spinnst du? Na, ganz im Gegenteil. Jetzt können wir uns um unsere Probleme kümmern. Damit ist die Sache für Sie erledigt, hier Ihr Ausweis. Sie haben Ihre Bürgerpflicht getan. Alles Weitere nimmt seinen normalen Lauf, Sie hören dann von uns. Nein, ich schlage vor, Sie erledigen die Sache jetzt gleich. Hier und jetzt. Oder gibt es irgendeinen Grund, warum Sie die in der Brieftasche befindliche Handynummer nicht anrufen? Möglicherweise befinden sich hier auf diesem Mini-Laptop ja Unterlagen, Dateien, die der Herr ja vielleicht gerade jetzt in einer möglichen Besprechung dringend braucht, möglicherweise, meinen Sie nicht? Sie wollen mir jetzt aber nicht meinen Beruf erklären. Ich wollte nur höflich fragen. Sie sind ganz schön hartnäckig. Ja, wenn ich was will, schon. Was? Jetzt ist es so. Das ist ja gefährlich, da. Sag mal. Was ist denn das für ein Lederstuhl? Da passt ja gar nichts. Meiner geht. Was machst du denn jetzt, wenn es tatsächlich aussteigt, Irmi? Das war eine absolute Katastrophe. Da müsste ich jemand Fremden einstellen. Das geht doch nie gut. Was mit der Elfi? Mit der Elfi ist alles gut. Die wohnt ja nicht bei mir, seit über 20 Jahren. So, jetzt gelangt's mir. Ist nicht da? Nein. Abgeschaltet hat's. Und am Büroapparat geht's auch nicht. Ich will aber das jetzt wissen, was ist da los mit diesem Hamburg. Ich geh rüber und ich bin in einer Stunde wieder da. Ist das okay? Freilich ist das okay. Ja, grüß Gott. Spreche ich mit einem Herrn Wandel. Karl-Heinz Wandel. Ja, schön. Mein Name ist Polizeihauptwachtmeister Hauen vom Revier 7. Und Herr Wandel, bei uns sitzt ein Herr Fröhlich, der uns die von Ihnen verlorenen Sachen. Was vermissen Sie denn? Ach, Sie haben noch gar nichts bemerkt. Ja, ich warte. Welche Farbe? Beide schwarz. Ja, vollkommen richtig. Ach, Sie kommen. Aha. Wir sind da. Ja, wir tun das Unsere. Bitte. Der Besitzer dieser Fundsachen kommt vorbei und holt sie ab. Schön. Dann warte ich so lange, wenn es erlaubt ist. Das ist nicht nur erlaubt, das ist erwünscht. Und im Härtefall angeordnet. Von uns. Moment, ich notiere. Der Herr Wandel behauptet, dass Sie ihm das gestohlen haben. Ist die bewaffnet? Ja, mir kommt. Also, Freunde. Dago. Was gibt's? Eine junge Frau um die 25 macht Terror in einer Arztpraxis. Die geht auf die Ärztin und die Angestellte los. Einsatz. Was ist denn mit ihm los? Er ist heute Chef. Aber. Fahr mal. Das scheint Sie nicht sonderlich zu beeindrucken, der Vorwurf des Diebstahls. Wo darf ich warten? Da hinten auf der Bank, wenn's recht ist. Xaver, was gibt's?
Sag mal ein bisschen was raus über einen Ralf Winter, Wohnort Dresden. Alles, was du ohne großen Aufwand rausfindest. Dienstlich. Was? Nein, nein, nicht dienstlich. Das ist für mich privat. Und wenn's geht, heute noch, ja? Herr Kandler, Sie sind noch da? Im bayerischen Gefilden? Wo sollte sonst sein? Ich dachte, Sie sind schon vorgefahren ins Watt. Zu den Muschelschubsen. Um Ihrer Frau quasi alles so vorzubereiten. Deswegen bin ich da. Ja, Frau Kollegin, seien Sie so nett, bringen Sie die beiden Damen in die Kantine. Ich komme gleich nach. Ich komme wirklich gleich. Kandler. Bitte nach Ihnen. Wer redet? Sie oder ich? Du oder ich? Wie bitte? Das war der Standardspruch von Papa. Wenn ich was angestellt hab, wer redet? Du oder ich? Das war unser Standardspruch bei allen Verhören. Können Sie einen aussuchen, ob er ehrlich ist im ersten Zug. Und wenn er die Chance dann hat sausen lassen, dann ist es härter geworden. Bei mir? Kandler. Kandler. Ich habe halt früher mit der Sandra geredet und... Jetzt redet ich. Ich habe sie bei der Polizei aufgenommen. Habe aus einem Kriminellen einen Kriminalen aus einer gemacht. Wegen ihrem Vater. Und weil ihre Mutter, die hübsche Christine, bei mir war. Ich will kein Danke dafür. Sondern? Sind wir bei der Mafia? Fast. Also ein alter Kollege von mir. Jetzt Direktor in Hamburg macht ihr Sandra ein Angebot, mit dem sie zwei Gehaltsstufen auf einmal nachfällt. Und Frau? Frau, das ist ja noch gar nicht die Frau. Jedenfalls, also sie ist das Beste, was ich im Betrugsdezernat habe. Der Mist ist nur, ich kann sie momentan nicht befördern. Noch nicht. Und deswegen werden Sie, Kandler, verhindern, dass ihre Sandra da dieses Angebot aus Hamburg annimmt. Das ist unser Gegengeschäft. Ja, super. Direktor? Kandler? Was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn ich nicht gekommen war heute? Zufällig. Hätte ich Sie holen lassen. Grüß Gott, Herr Direktor. Ja, ja. Sauber. Pass auf, Müller-Kneidl sind gerade in einer Arztpraxis. Da führt sie eine Patientin auf für Wut. Die könnten Verstärkung brauchen. Hallo. Hallo, weg. Was willst denn du da? Ich sag, Mann, der braucht Verstärkung. Das glaube ich auch. Das glaube ich nicht. Nur weil er halt der Chef ist, meinte mir, backert das nicht, oder wie? Außer der Frau mit allem Möglichen zu tun, haben Sie bisher auch noch nichts Wesentliches unternommen. Vorsicht, hier dein Skalpell. Frau Kraft, machen Sie es doch nicht noch schlimmer, als es schon ist. Sie machen sich doch nur unglücklich. Wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, dann besorge ich sie mir selber. Ihr steckt doch alle unter einer Decken. Was hat euer Zeug dafür, ha? Zeiten. Jetzt hat sie die falsche Akte. Ich habe vier Patienten mit Namen Kraft. So, jetzt gelangt's. Genau. Und was heißt das genau? Wollt ihr es jetzt stürmen, oder wer? Im Härtefall. Das ist der Härtefall. Ich wollte es einmal kurz davor, oder? Genau. Wenn die Polizei nicht sofort abhaut und sie mir nicht die richtigen Ergebnisse zeigen, dann hau ich ihnen die ganze Praxis kurz und klar. Wahrheit, Ergebnisse, was heißt das? Die Frau Kraft hat ein Kind mit einem Jahr. Ihr Mann sagt, das Kind sei nicht von ihm, verweigert die Alimentezahlung. Jetzt hat er sich auf einen Vaterschaftstest eingelassen. Das Ergebnis? Die Wahrscheinlichkeit, dass er der Vater ist, 0%. Das habe ich ihr heute gesagt und seither dreht sie durch.
Ich hatte schon mal einen ähnlichen Fall, andere Baustelle. Da hat sich auch einer eingesperrt und alle bedroht. Da hat das keine halbe Stunde gedauert und der Mann war raus und auf dem Weg in die Psychiatrie. Ja, genau das machen wir nicht. Aber meine Geduld ist langsam erschöpft. Meine geht erst um. Wohin geht das Fenster da drin? Runter zur Straßenseite. Ja, warum? Gut. Dann geht's ihr zwar runter und fahrt zurück ins Revier. Ja, muss man Angst nehmen. Teil vom Einsatz. Geh mal. Auf deine Verantwortung. Auf wen sonst? Angst nehmen, Fräulein. So. Frau Kraft, mein Name ist Kandler, Felix Kandler, ich bin auch Polizist. Frau Doktor hat mir Ihre Geschichte erzählt, sind Sie denn sicher? 1000%ig bin ich mir sicher, er ist der Vater. Ich war nie mit einem anderen, ich hab die ganze Zeit mit. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Dann sehen Sie, dass die Polizei die Offizielle abzieht. Frau Kraft, nach allem, was ich weiß, da kann ich verstehen, dass Sie zumindest Ihre Zweifel haben, aber... Wenn Sie sich da mal nur nicht täuschen. Sie. Jetzt wird erst einmal das da drin da geregelt, ja? Oder wollen Sie, dass die den ganzen Tag da drin bleibt, also? Ist das Ihr persönliches Zimmer da, wo Sie immer drin sind? Das heißt, Sie können da drin die Bilder von dieser Überwachungskamera sehen? Die habe ich eigentlich für solche Fälle. Wo ist der Monitor? Links vom Schreibtisch. Ist der eingeschaltet? Nein. Wo schaltet man ein? Am Monitor on. Haben Sie eine große Plastiktüte mit Verschluss? Sicher. Frau Kraft, machen Sie jetzt bitte genau das, was ich Ihnen sage. Gehen Sie zum Schreibtisch. Links daneben steht ein Monitor. Drücken Sie auf on und dann können Sie alles sehen, was hier draußen passiert. Wo ist die Plastiktüte? So, Frau Kraft, ich nehme jetzt eine... Kein Ton. Ich nehme jetzt eine Plastiktüte und stecke da meine Pistole rein. Pflaster. Und bitte. Ja, klangt schon. Sie kommen jetzt ganz langsam raus und wir zwei gehen aufs Revier. Sie tragen meine Waffe und ich verspreche Ihnen, Sie bleiben so lang bei uns, bis wir mit allen Mitteln geklärt haben, ob und welcher Fehler da vorliegt. Bitte. Nein, nein, ist schon gut. Gut, dann gehen wir. Sie hören von uns. Darf ich? Weil sonst kriege ich Schwierigkeiten. Freilich. Ich verstehe das einfach nicht. Was? Das mit dem Test. Gehen wir alles zum Revier besprechen. Moment. Ich kann jetzt gar nicht. Packen wir's. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn einer von uns den anderen einfach vom Einsatz wegschickt? So mehr nix, dir nix. Der Felix wird schon seinen Grund gehabt haben. Da siehst du es. Das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Ruhe! So, Freunde, das ist die Frau Kraft. Ich habe versprochen, dass wir uns intensiv um Ihren Fall kümmern, so lange, bis wir Licht ins Dunkel gebracht haben. Bitte. Moment, ich möchte bitte daran erinnern, dass wir als Erstes dran waren, ja? Ein Wir gibt es bei Ihnen nicht. Vor allen Dingen nicht, nachdem der Herr Wandel, Karl-Heinz, behauptet hat, dass Sie ihm die Sachen gestohlen haben.
Gefunden, ich habe sie gefunden. Du, die hat die halbe die Praxis zerlegt, gell? Die war ja nicht zum Halten, die gehört eigentlich in die Psychiatrie. Ich komme sehr gut mit ihr klar. Okay. Weißt du was? Wir trinken jetzt einen Kaffee. So schaut's aus. Und sie hocken ihn auch wieder hin. Tag. Grüß Gott. Mein Name ist Wandel. Dies ist meine Mitarbeiterin Wunsch. Silke Wunsch. Guten Tag. Ich bin hier wegen meiner Brieftasche und meines Mini-Laptops, die man mir entwendet hat. Entwendet ist wohl eher der falsche Ausdruck. Sie haben sie in der U-Bahn vergessen und ich habe sie gefunden. Das ist der Mann, der neben Ihnen gesessen ist, Karl-Heinz. Neben Ihnen, bis wir Marienplatz ausgestiegen sind. Ja, ich bin dann wieder in meinem Zimmer, wenn was war. Du bleibst bei ihr. Ja, wo sind denn die Sachen jetzt eigentlich? Ja, danke, Silke. Wo sind sie? Die sind bei mir. Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden, ich nehme da noch die Personalien auf und dann kümmere ich mich um Ihre Sache. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Xaver Bartel. Ich habe bei Ihrer Bank ein Konto mit der Nummer 760-6760. Und ich wüsste gern meinen Kontostand. Was? Kennwort. Also ja, Irmi. Irmi. Ja? Ah ja. Aha. Was muss ich machen, wenn ich das ganze Geld auf einmal abheben will? Heute. So, Freunde, schleicht's euch, da bin jetzt ich mit dir, mit denen ein bisschen was. Das bleibt ja so, gell? Ja, von wegen. Wird das halt noch was? Du das lassen. Müssen wir uns das gefallen lassen? Ja, wirklich nicht. Sag mal, was nimmt sich denn der Felix daraus? Zuerst schickt er uns beim Einsatz weg und dann schmeißt er uns aus dem Mannschaftsraum raus. Ja, erstens mal ist es nicht mein Felix, außerdem hat der was zum Arbeiten. So wie ihr auch jetzt, weil ihr geht's nämlich jetzt auf Streife. Sag mal, da bist du als Vorgesetzter noch ekelhafter wie die Tekler. Streife und der Ruhe ist. Meine Tasche war offen. Wir sind umgestiegen in Richtung Flughafen und dort hat mich Ihr Anruf erreicht. Es kann nur so sein, dass er Brieftasche und Laptop rausgenommen hat. Und kommt dann damit zur Polizei. Also ich weiß nicht. Ja, warum? Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen bekommen. Ganz im Gegenteil. Kann ich Sie bitte mal persönlich sprechen? Wie bitte? Unter vier Augen, bitte. Das fragt er mich jetzt schon zum zweiten Mal. Ich sehe da keinen Grund drin. Würde ich auch von abraten. Ehrlich gesagt. Wie weit seid ihr mit der Fundsache? Festgefahren. Aussage gegen Aussage. Er sagt, er hat's gefunden und er sagt, er hat sie ihm gestohlen. Richtig. Kann ich Sie sprechen unter vier Augen? Nur ganz kurz. Wenn's sein muss? Ja, muss es. Also komm's. Unter vier Augen. Und es war für mich die einzige Möglichkeit. Der einzige Ausweg. Verstehen Sie? Leider ja. Und was machen wir jetzt? Wir? Ja, allein schaffe ich das nicht. Außerdem weiß ich nicht, welche Rolle diese Frau da spielt. Jetzt haben Sie schon meinen ersten Schritt gemacht. Da müssen Sie halt jetzt den zweiten Schritt machen. Jetzt haben wir den Flieger auch noch verpasst. Ihr habt den Termin schon auf heute Nachmittag verschoben. Ja, wenn ich sie nicht hätte. Das sagt er immer. Ja, sie auch. Sagt immer, das sagt er immer. Und beides stimmt. Wenn Sie dann mal bitte zu mir kommen. Wer? Ja, du nicht. Die Dame und der Herr. Geht um ein Mittlerisches? Das wirst du dann schon erfahren. Das macht er jetzt gerade zur Chefsache, gell? Der Herr Fröhlich hat Ihnen was zu sagen. Ja, das hat mir schon erwartet. Silke? Ja, es ist richtig, Karl-Heinz. Wandel, dass ich Ihnen die Brieftasche und den Mini-Laptop weggenommen habe, kurz bevor Sie am Marienplatz ausgestiegen sind. Aber das Ganze hat einen Grund. Und der Grund ist,
Weiter. Dass ich mich unsterblich in sie verliebt habe. Ich dachte immer, so etwas gibt es nicht. Liebe auf den ersten Blick. Und ich bin jetzt schon einige Jahre mit dieser Leidenschaft unterwegs. Hab dieses und jenes gesehen. Ich bin Fitnesstrainer. Meint er mich? Dass ich das noch erleben darf. Also, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich habe nur eine einzige Möglichkeit gesehen, sie wiederzusehen. Indem ich ihnen was klaue und damit zur Polizei gehe. In den 20 Minuten U-Bahn neben Ihnen war mir klar, auf einen Schlag, das ist der Mann meines Lebens. Meiner auch. Er war die Liebe meines Lebens, der Heiko. Wir waren 4 Jahre beieinander. Ich war im Entferntesten nicht drauf gekommen, dass ich nur einen anderen Mann anschaue. Alles, was ich wollte, war ein Kind von ihm und eine Familie mit ihm. Haben Sie ihm das gesagt? Direkt, bevor Sie schwanger waren. Ich war mir sicher, dass er das spürt. Ja, mei. Manchmal gehen Frauen von was aus, von was Männer keine Ahnung haben. Hat's einmal grob gesagt. Darf ich? Hm? Polizeirevier 7, Polizeihauptmeister Kandler. Ja, ich hab vorher angerufen. Die sitzt bei mir. Ja, gut, dann bleibt so lange da, bis er kommt. Das war ein Mirko Lüderer. Das ist sein Stiefbruder. Der sagt, dass der Heiko in einer knappen Stunde da ist. Die Geschichte hat ja 2 Seiten. Eine polizeiliche und eine intime, also private. Zum einen, Herr Wandl, wenn Sie den Vorwurf des Diebstahls aufrechterhalten wollen, dann müssen Sie jetzt rausgehen zu meinem Kollegen und eine Anzeige machen. Im Moment, um ehrlich zu sein, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich will. Ja, das sind die besten Voraussetzungen für einen Wandel. Und was das Intime angeht, das hängt jetzt ganz von Ihnen ab, Herr Wandel. Moment, wieso von mir? Er hat sich in Sie verliebt, sie liebt Sie schon immer. Ja. Ihre Entscheidung. Also, wenn Sie meine Einschätzung hören wollen, meinen Rat, probieren Sie es doch einfach zu dritt. Das wäre ein Kompromiss. Ihr geht's einfach miteinander essen und redet drüber. Da redet sich sowieso leichter wie hier im Polizeirevier. Ja? Ein Essen wär's wert. Silke? Wenn Sie meinen, Karl-Heinz. Also? Gut aufpassen, gell? Das wird schon. Also, was das Essen angeht, ich bin momentan etwas knapp bei Kasse. Wir hatten eigentlich auch nichts anderes erwartet. Silke? Was war jetzt das? Das war der Anfang von dem, was ihr euch heimlich im Internet anschaut. Apropos Internet, Xaver, das sind die Angaben über deinen Ralf Winter aus Dresden, sogar mit Beutel. Ziemlich scharf. Geh, Kalli. Radar Tempo 82, innerhalb geschlossener Ortschaften. Ansonsten das übliche Wohnort, Straße etc. Was ist das, was da unten steht? Name? Viola Kreis. Das ist die Frau, mit der er zusammen wohnt in Dresden. Sauber. Ich muss jetzt eine Pause machen, sonst kann ich mit dir nicht mehr an die Isar gehen. Dann hör lieber auf, weil deswegen bist du ja da. Maxi. Ah, Herr Haushofer, kommen Sie doch rein. Na, wir wollen nicht groß stören. Freilich, kommen Sie ruhig. Wir sind fertig, Frau Bartel.
Gutachten und Angebot dauert 14 Tage. Und, können Sie schon was sagen? Sehr schwer auf Anhieb was zum sagen. Na, erster Eindruck. Ja gut, ich will Ihnen jetzt nicht das Essen verderben, aber gut schaut's nicht aus. Okay. Die gesamte Installation gehört eigentlich raus und eine neue, neue. Kosten, Daumen mal Pi. Können uns vor Glück reden, wenn's nicht sechsstellig wird. Aber genaueres im Gutachten. Schöner Tag noch. Ja, wiederschauen. Für dich. Danke, wiederschauen. Du, Maxi, was hältst du davon, wenn du jetzt schnell deine Hausaufgaben machst, bevor jetzt wohl an die Isar geht's? Ja gut, mach hier hinten. Sechsstellig. Und dabei ist noch nicht einmal klar, was für eine Ziffer vorne dran steht. Nein. Ohne mich. Ich habe jetzt schon mit dem Xaver geredet in der Früh. Ich mag nicht mehr. Was heißt das konkret? Ich steig aus dem Hotel hier. Lass mich vor dem Hotelkonzern anstellen, dann habe ich endlich mal weniger Sorgen. Und mehr Zeit für mich und für den Maxi. Und vielleicht ja auch für uns. Du sagst nichts? Für uns. Wie meinst du das genau? Na, wie ich es gesagt habe. Bis jetzt kannst du Maxi sehen, so oft du willst. Und vielleicht magst du in Zukunft auch mich dazu sehen. Sicher nicht. Wie bitte? Ja, ich habe nur Interesse an meinem Sohn, nicht an dir. Ich lebe seit mehr als 3 Jahren mit einer Frau zusammen. Und wir sind sehr glücklich miteinander, Viola und ich. Du verlässt jetzt auf der Stelle mein Haus. Weg von meinem Tisch. Damit dir eins klar ist, die Verbindung zu meinem Sohn. Alles okay, Mama? Mein Gott, wie blöd bin ich denn noch? Noch hat diese Viola auch noch Kinder. Wo ist? Um was geht's denn? Wie ist der werte Name? So fangt's überhaupt erst einmal an. Gehen du zum Sie. Meine Freundin. Susi. Was für eine Susi? Susi Kraft. Die ist bei euch. Und ich bin der Heiko, ihr Freund. Oder besser gesagt, ihr Ex. Irgendeiner von euch hat bei meinem Bruder angerufen und der bei mir. Und da bin ich eh. Also. Kalle? Felix, Besuch für dich. Oder für euch. Ein Heiko. Sie sind der Herr Lüderer. Ja, bin ich. Und, wo ist? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Warum? Darum. Ihre Lebensbegleiterin. Ex. Die hat Probleme in der Arztpraxis gemacht. Die macht nur Probleme. Der ihr Mutter heißt Stress mit Vornamen. Und den hat sie geerbt. Geht's da irgendwann mal noch weiter? Wenn wir ihren Ausweis haben, ja. Und wenn nicht? Bestellen wir sie ein, dann müssen's. Dann kommen Sie mal mit, Herr Lüderer. Lüderer. Frau Susanne Kraft war heute in der Arztpraxis Ebert, um sich ihren Vaterschaftstest abzuholen. Es geht um den gemeinsamen Sohn Matthias. Das ist Ihr Kind, nicht meins. Ja, der Test gibt Ihnen recht. Deswegen ist sie heute in der Praxis auch ausgerastet. Weil für sie niemand anders als Vater in Frage kommt als Sie. Meine Ex hieß mal Susi Kraft, heißt jetzt Stresshysteriker. Moment.
Ich hab das gleich schon gesagt. Immer wieder. Das Kind ist nicht von mir. Du hast mit einem anderen rumgemacht. Also, halt dir an den. Ich zahl keinen Cent. Das Kind ist von dir. Von dir und noch einmal von dir. Ha. Was hast du gemacht? Du steckst doch mit der Ärztin unter einer Decke. Also, Freunde, war's das? Ich hab noch andere Termine. Kali, gib mir meinen Ausweis. Kali? Heiko? Das hätte einer am Telefon auch alles sagen können. Mach ihm auf. Wird das halt noch was? Jetzt, solange du eine dumme Gosch hast. Er ist der Vater, und zwar ohne jeden Zweifel. Ihr müsst ihn abhalten. Halt. Was ist? Ja, bin schon gegangen. Ich seh schon mal Schluss, da draußen! Auseinander! Okay, okay. Auseinander! Hey, komm, hör doch, Gang, hör doch! Ja, aua! Hey! Nein, Piano, Piano! Aua! Wie? Mein Zeug. Grüß Gott. Mein Name ist Mirko Lüderer und das ist mein Stiefbruder. Und ich möchte eine Aussage machen. Entweder du hältst die Klappe und wir nehmen uns einen gescheiten Anwalt, oder du kannst alles, was uns zwei verbindet, vergessen. Das hab ich schon. Darum bin ich ja da. Susi, grüß dich. Mirko? Gut, dann kann ich ja gehen. Das glaub ich nicht, weil es geht nämlich um dich. Unter anderem. Da nein. Ja, komm. Ich geh schon. Ja. Ja, ist ja gut. Aber klar, ne? Also. Um was geht's jetzt eigentlich? Susi, der Test, der ist von mir. Ja, sicher. Ich bin für ihn hingegangen. Er hat mich gezwungen, ja, wie so oft schon. Reine Behauptung. Der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Bist nicht umsonst ein Stiefkind. Wie haben Sie sich so etwas auch tun können? Der war mal anders. Ja, bis ich gemerkt habe, was ich mir da für eine langweilige Hausfrauenkur eingehandelt hab. So, jetzt klang's. Was ist? Sie setzt sich jetzt ganz einfach mal in den Schildern ein, gell? Alles gut. Und der Reus, Felix, du hast es im Griff. Und jetzt zu Erna. Ein Wort über die Familie, ja? Und du überlebst es nicht. Haben Sie ein Wort zum Sagen? Also kommen Sie mit mir mit. Aber sie muss auch mitkommen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich da Lust drauf hab. Aber ich. Bitte, Susi. Also, ich bin ja dabei. Geh mal. Setzen. Ja, schafft's. Also. Ich liebe die Susi, seitdem ich sie kenne. Aha. Vom ersten Tag an dem ich sie getroffen hab. Ehrlich. Und ich hab nie verstanden, warum du mit dem Heiko beieinander warst. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das mit dem Test gemacht hab, aber am liebsten war's mir, wenn es mit dem Test stimmt hat. Ja, cool. Sag nix. Ich sag nur so viel. Ich bin für dich da, wenn es darum ist. Ja, jetzt ist es so. So, jetzt bin ich wieder da. Ja, kannst du noch mal kurz rausgehen? Wir haben gerade ein wichtiges Gespräch. Wie? Aus meinem Zimmer? Im Moment ist es mein Zimmer. So. Ich will mich bei euch nicht einmischen. Aber ich glaube, dass ein Kind nicht unbedingt seinen leiblichen Vater braucht. Aber besser ist schon. Auch wenn er es nicht ist. Und ich weiß, von was ich rede. Ja? Kann ich jetzt gehen? Freilich.
Überlegst du das, Susi? Bitte. Mach ich, Mirko. Überleg's mal. Ja, und Sie könnten auch gleich übergehen zum Protokoll. Und? War das jetzt so schlimm? Was? Dass du mich vertrittst? Ganz im Gegenteil, Thekla. Könnte ihm richtig Druck wohnen. An Chef. Der Stuhl ist halt ein Problem. Ja, ich bin jetzt unten beim alten Eingang. Es ist extrem wichtig. Du, das ist mir wurscht, wie viel Arbeit das du hast. Du kommst jetzt runter. Machst, wo du heute früh aufgehört hast, dann geh ich sofort wieder. Ich will zwei Sachen von dir. Erstens, dass wir heiraten, so schnell wie möglich. Zweitens, dass du den Job in Hamburg annimmst. Alles Geld, das sich durch meine Beteiligung am Hotel in all den Jahren angesammelt hat. Ich war gerade auf der Bank und hab's geholt. Das nehmen wir für die Renovierung her. Und danke und Entschuldigung, Irmi. Danke dafür, dass du alles hier so gemacht hast für uns. Und Entschuldigung, dass ich es nie gesehen habe und nie was gesagt habe. Und bitte, Irmi, bleib da. Das haben wir heute eh schon beschlossen. An Rolf, mein Vater, haben wir heute ausgehauen. Beim Mittagessen. Der hat Mama beleidigt. Den brauchen wir eh nicht. Sind wir uns Familie genug. Und du das sagst, Xaver? Sag ich mir.